Ich glaube, er hat Dinge zusammengebracht, die vorher noch keiner zusammengebracht hatte. Also er hat einfach Techniken seiner Zeit erkannt, wie diese Relais, die wir vorher in der Z3 gesehen haben. Und ihm war klar, ich kann damit auch auf eine völlig andere Art und Weise rechnen. Ich kann damit was realisieren, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Ja, ich glaube, dass er mit seinem Computer einerseits natürlich eine Art der Zahlendarstellung, ja, mithilfe dieser elektronischen Bauteile geschafft hat. Und diese Zahlen muss ich ja erstmal abbilden können in einem Computersystem. Da hat er sicherlich viel dazu beigetragen. Und das nächste, was er sich überlegt hat, war ja diese Programmsteuerung. Wir nennen es Programmsteuerung. Es geht also darum, verschiedene Rechenbefehle, sozusagen Punkte im Ablauf meiner Rechnung, ja, die irgendwie sozusagen festzuhalten und der Maschine eben sie zu geben, sodass sie das dann automatisch ausführen kann, die Programmsteuerung. Mich fasziniert das alles. Ich finde seine Zeichnungen toll, ich zeichne ja auch selber. Dann weiß ich, dass er mit diesen Stabilo-Baukästen schon früh losgelegt hat. Also ich habe so das Gefühl, der war eigentlich ständig am Bauen und was mich weniger an seiner Person fasziniert als vielleicht noch an seinen Eltern ist, dass die ihm erlaubt haben, die Z1 im heimischen Wohnzimmer aufzustellen. Irgendwie ist das alles eine faszinierende Story. Ah ja, und vielleicht ist ein Aspekt, der mich neben der Technik fasziniert, dass er es immer geschafft hat, seine Eltern, seine Freunde, dass er die alle dazu gebracht hat, mitzufiebern, mitzumachen. Ja, dass er die Möglichkeiten auf die Weise gefunden hat, das zu bauen, was er wollte. Als Macher kann man, glaube ich, lernen, mach dir deine eigenen Gedanken. Schau dir an, was es gibt, hör zu, was die anderen sagen, aber dann mach immer dein eigenes Süppchen. Wenn du in die Fußstapfen der anderen trittst, kannst du selber keine neuen machen. Also ich glaube, das gilt für alle Universalgenies und für alle großen Erfinder.